Hello my dear YouTuber and YouTube watcher. Before I begin the video, I wanted to say that this highlight video is about the mod Doki Doki Google Translated Literature Club. This mod is about the normal game, but with translated text from 104 different languages. Because I speak German native, I use this mod for a German playthrough of the DLC. So it's recommended that you already played the original game. If not, then please wait till the playthrough is over. The closed captions are used for subs, notes and jokes, and are only used for something that I say that isn't in the game itself. Without further ado, thank you for listening and enjoy the video. Schließlich Twitch, Butcher-Anhänger. Es gibt ein paar am Anfang. Erstens, es gibt neue, aber zum zweiten Mal lädt diese Quelle stark für den freien Wettbewerb. So haben wir Teaser oder letzte Seite größere Facebook. Das heißt also nicht, wie das erste Modem. Falls ihr keine Ahnung habt, was ich gerade geredet habe, übersetze ich es euch mal. Hallöchen meine Twitch-Holer und Twitch-Watcher. Ein paar Sachen zum Anfang. Erstens, es gibt eine neue Mod zum Spiel. Aber zweitens, diese Mod ist nur ein Übersetzungsmod. Mit anderen Worten, falls ihr es gesehen habt, Deutsch. Wir spielen Doki Doki Literature Club auf Deutsch. Yay. Und ja, weswegen ich diesen kleinen Teaser im Highlight-Video, der gestern rausgebracht wurde, beziehungsweise auf Facebook, da ist ein Teaser. Natürlich könnt ihr mir hier natürlich folgen, wenn ihr wollt. Und ja. Ohne weiteren Umständen. Ich habe wieder verschlafen. Aber ich habe dich diesmal wieder erwischt. Goddamn, I can't even speak German. Vielleicht aber nur, weil ich beschlossen habe aufzuhören und auf dich zu warten. Was? What the fuck? Okay. Yeah. Du sagst das, als ob du darüber nachdenkst, mich zu ignorieren. Maybe. Der Harry will, dass ich mir ein paar Clubs anschaue. Ich denke, ich habe keine andere Wahl, als mit dem Anime Club anzufangen. Hallo! Sayori? Sayori musste in das Klassenremal gekommen sein, während ich mich absetzte. Ich sehe mich um und stelle fest, dass ich der Einzige bin, der noch im Klassenzimmer ist. Yeah, because you're spaced, motherfucker. Ich dachte, ich würde dich erwischen, wenn du aus dem Klassenraum kommst. Aber ich sah dich nur hier sitzen und Abstand nehmen. Also kam ich rein. Ich habe Abstand genommen von was? Sie müssen nicht auf mich warten, wenn sie zu spät zu ihrem eigenen Club kommen. Miss Sayori. Ich gehe auf keinen Fall in deinen Club. Hä? Nee. Ich sag das jetzt nur. Why? Barry ist Vizepräsident des Literaturclubs. Nicht, dass ich jemals gewusst hätte, dass sie Interesse an Literatur hätte. Warte! In der Tat bin ich zu 99 Rampai.exports.tagquoting.dict object at 0x03981230. I think that means %. Sicher, dass du es nur getan hat, weil sie es nur getan hat, weil sie dachte, dass es Spaß machen würde, einen neuen Club zu finden. Dass sie die erste war, die nach demjenigen, der den Club vorgeschlagen hatte, Interesse zeigte, erbte sie den Titel Vice President. Das heißt, mein Interesse an Literatur ist garantiert hier noch geringer. Ja, ich gehe jetzt am Anime Club. Komm schon, bitte. Warum kümmert es dich überhaupt so sehr? Gut. Ich habe dem Club gestern gesagt, ich würde ein neues Mitglied einladen. Und Natsuki machte Cupcakes und alles. Versprechen Sie nicht, dass Sie nicht einhalten können. Wo schaust du hin? Wenn du etwas sagen willst, sag es! Entschuldigung. At least the mod creator had at least put the right letter in there. At least. So it makes sense because Entschuldigung. That doesn't make sense. Du kannst sie einfach ignorieren, wenn sie launisch wird. Fenrir sagt das leise in mein Ohr und drehte sich dann zu den anderen Mädchen um. Sowieso, das ist Natsuki, immer voller Energie. Und das ist Yuri, der Klügste im Club. Okay, okay. Yuri. Natsuki is a girl, not a boy. Who's a trap? Is a girl, not a boy. She's not a trap. But Yuri could be a trap, according to this German, to this wild Google translated sentence. Because he's the wisest, I don't know. I can translate this to what? Das sagt sowas nicht. Ja, ja. Just pie. Why not just Monica? Yuri, der vergleichsweise reifer und schüchterner erscheint, scheint es schwer zu haben, mit Leuten wie Sayuri und Natsuki mit. Also, wenn sie mich anlächelt, fühlt es sich wirklich ein bisschen. Du auch, Monika. So, when she smiles at me, it really feels like what? Like what? Like what? Please. Komm, setz dich, Roman. Wir haben dir am Tisch Platz gemacht, damit du neben mir oder Monika sitzen kannst. Ich werde die Cupcakes bekommen. Hallo! Ich habe sie gemacht! Ich werde sie bekommen! Hey! Please! I would also want a few cupcakes. Don't take them all to yourself. Natsuki stolziert mit ihrem Tablett in der Hand zum Tisch zurück. Okay, bist du bereit? Ich bin bereit. Tada! Wow! Natsuki hebt die Folie vom Tablett, um ein Dutzend weite, fluffige Muffins. What? From cupcakes to muffins. How? How? Die so dekoriert sind, dass sie wie kleine Katzen aussehen. Please, how do you come? How do you go from cupcakes to goddamn muffins? How? Just how? Ich hatte keine Ahnung, dass du so gut backen kannst, Natsuki. We all know, you know it, and you know that we know that you know that we know that we know that you know that everybody else knows that we know that you know that we know that you know that we know that you know that Natsuki can bake good cupcakes. Hehe, und sie wissen. I know what. She knows what. Sayuri knows what. What do they know? What? What do we know? Wartet sie drauf, dass ich beiße. To bite in what? The cupcake? Okay. To her? No. Into her Arm? No. To the table? No. To the foil? No. Ich beiße endlich. What do you bite? Ein Äpfel. Du. Weißt du. Nami? But not. For you. No. You. Dummy. What? Monika ist wirklich eine großartige Führungskraft. I see only last stream. All hail Monika! We can do it even better. Hail Monika! Jeder ist begeistert. Solche verschiedene Mädchen, alle am selben Ziel interessiert. Yeah, we got the Tsun, we got the Yan, slash Ku, we got the childhood friend, we got the female protagonist. Well, so many different stereotypes. Also, welche Art von Dingen magst du es zu lesen? What kind of things do I like to read? Well, I like to read manuals, books, comics, manga. Manga. Ich murmelte es leise zu mir selbst. Halb schmerzhaft. Scherzhaft. Natsuki. Natsuki, Kopf, macht plötzlich auf. Natsuki, Head. Up. Natsuki, Head, up. Just this. This. That's a good point for the. That's a good thing for the highlight video. Ah, nun, ich denke, wir könnten Cupcakes. Gut, Gedanke. Natsuki würde das gerne machen. Ah, du hast recht. Natsuki macht die besten Cupcakes. I want the Natsuki cupcake right now, please. Please. Cupcakes sprechen zu meinem kreativen Bauch. Aha. Muffins, is this done? We talked about cupcakes, not goddamn muffins! Cupcakes and muffins are literally not the same thing. So, why muffins? I like cupcakes, but I don't like muffins a lot. Sayori kann ihre Gedanken auf Dinge richten und sie zum Leben erwecken. How? Like, I'm looking at this picture and now it's real. Ich nehme an, dasselbe, dass ich sie in meinem Fall über Dinge gehen. Ich kann nicht anders, als mich zu fragen, wie es wäre, die Welt mit ihren Augen zu sehen. Oh, there's a mod. There's a goddamn mod for that. It's called Raincloud. The developer of this mod also brought the same mod, but from Yuri's point of view. Ah! Ich öffne meine Augen, zu sehen, dass hier Yuris Gesicht meine Vision erfüllt. Ah! Schau, Sayuri. Es steht überall auf dir geschrieben. Hä? Sayuri sieht sich selbst an. Wie ist es über mich geschrieben? Du warst heute Morgen eindeutig in Eile. Schau, deine Haare ragen hier herum. Ah! Ich streiche mit meinen Fingerspitzen über Sayuris Haar und versuche es zu glätten. Ah. You know what this causes? Just a little bit of, like a little bit of, you know. Like this. Oh, yeah. Okay, that's enough. Mann, du brauchst wirklich einen Pinsel dafür. Meine Haare sind nur schwer richtig zu bekommen. Ja, wie Pippi Langstrumpfs Haare. Ich werde nicht darauf hereinfallen. Es gibt mehr als nur deine Haare. Schau, dein Bogen ist auch nicht gerade. Ihr Bogen. Hey, sei vorsichtig. Der Knopf könnte sich lösen. Warum ist es so schwer? Warum ist es so schwer zu schließen? Ich habe Mühe, den Knopf in der Nähe ihrer Brust vollständig zu schließen. Oh, somebody just closed their titties. Passt das Ding überhaupt zu dir? Yes. Also, wenn ich es aufbreche, dann werde ich keinen Freund haben bekommen, oder? Was für eine Logik ist das? Und warum sagst du, dass es gut ist? Weil, wenn ich einen Freund hätte, dann würde er dich nicht einmal solche Dinge tun lassen. Und du kümmerst dich besser um mich als irgendjemand anderes. Deshalb halte ich es offen. Hör auf all diese peinlichen Dinge zu sagen. Zu peinlich. Hä? Ich habe nichts Peinliches gesagt. Meine Güte. Naja, konzentrieren Sie sich nur darauf, etwas früher aufzuwachen. Nur wenn Sie sich darauf konzentrieren, früher ins Bett zu gehen. Okay, alle zusammen. Monika ruft plötzlich. Warum teilen wir nicht die Gedichte, die wir jetzt geschrieben haben? Jetzt, in diesem Moment und nicht gestern Abend. Yay! Oh, und ich kann es kaum erwarten, deine zu lesen. I only wrote one poem. Only one for everybody. Wow, 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 I take Monika. Ich sollte mit Monika anfangen. Ich denke, dass die Art von Stimmung, die ich beim Lesen deines Gedichts bekomme. Ah, bist du sicher, dass du nicht zu viel liest? Ich könnte sein. She could be. Ich kann sagen, dass sie gerne mit Emotionen, viel Glück und Traurigkeit experimentiert. Is it nothing? Okay. Wer wusste, dass jemand, der so glücklich ist, auch traurige Dinge genießen würde? Ja, das ist völlig unerwartet. Wie auch immer, willst du jetzt mein Gedicht lesen? Mach dir keine Sorgen, ich bin nicht sehr gut. Sie klingen ziemlich selbstsicher für jemanden, der behauptet, nicht sehr gut zu sein. Lasst es uns dann lesen. Alle zusammen. Gott! Yes, poems. Nice poem. Also, was denkst du? Es ist ja Freiform, wenn man es so nennt. Ja. I like to read error occurred. And where it occurred. It's a good poem. Stell dich, wenn ich jetzt dein Gedicht lese. Bitte. Ich würde gerne meinen Gedankengang dahinter teilen. Juri lächelt verträumt, als wäre das eine seltene Gelegenheit für sie. Was selbst ist irgendwie lustig. Soll das nicht doch ein Literaturclub sein? God fucking damn it! Why not? What? Ghost under the light. Die Haarsträhnen leuchteten unter dem bernsteinfarbenen Schein. Baden. Es muss diesen sein. Die letzte verbindende Strahlen. I don't know. Den Test, den Zeit verstanden hat. Der letzte, der noch durch den widerlichen blau-grau-grünen Farbton der Zukunft entsetzt werden soll. Ich bate Ruhe, Atemluft in der Gegenwart, aber in der Vergangenheit bleiben. Das Licht flackert, ich flackere zurück. What the fucking hell was that? It was not a poem, that was no. Ja, vielleicht hast du recht. Ich schätze, ich werde es weiter versuchen müssen. Ich zähle auf dich. Eine Menge und das Beste. Natsuki. Nun, es geht darum, was ich von jemandem wie dir erwartet hätte. Das ist ein bisschen direkt. Nun, entschuldigen Sie mich. Also im Grunde ist es nicht süß genug für Ihren Geschmack. Willst du geschlagen werden? No. No. Just no. Ich werde vorbeigehen. Seufzer. Naja, ich denke, ich muss es dir zeigen. Nicht, dass du es mögen wirst. Igels können fliegen, Affen können klettern, Grillen können springen, Pferde können rennen fahren, Eulen können suchen, Geparden können laufen, Igels können fliegen, Leute können es versuchen. Aber das war's es schon. Ja. Meine Güte. Das ist so gut, Roman. Ich liebe es! Ich hatte keine Ahnung, dass du so ein guter Schriftsteller bist. Yori, Sie müssen ernsthaft überreagieren. Ich bin überhaupt ein guter Schriftsteller. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich mache. Gut. Das ist vielleicht warum. Weil ich keine Ahnung habe, was ich mag. Meine Güte. Es ist nicht nur ein Gedicht, es ist ein Romangedicht. Es ist ein Roman. Es ist ein Roman. Und das macht es ganz besonders. Ich bin noch nicht wirklich dabei, aber das heißt nicht, dass ich mein Versprechen brechen werde. Sehen? Es ist, wie ich schon sagte, Roman. Tief im Inneren bist du überhaupt nicht egoistisch, weißt du? So etwas für andere Leute ausprobieren. Das machen nur wirklich gute Menschen. Danke, Sayori. Ich bin mir nicht sicher, ob Sayori hier das ganze Bild meines Motivs sieht. Dann wieder. Ich kann nicht leugnen, dass sie Teil des Grundes ist, dem ich beigetreten bin. Jetzt wirst du auch mein Gedicht lesen, oder? Mach dir keine Sorgen, ich bin wirklich schlecht darin. Das werden wir sehen. Lieber Sonnenschein. The way you glow through my blinds in the morning, it makes me feel like you miss me. Kissing my forehead to help me out of bed, making me rub the sleepy from my eyes. Are you asking me to come on out and play? Are you trusting me to wish away a rainy day? I look above. The sky is blue. It's a secret, but I trust you too. If it wasn't for you, I could sleep forever. But I'm not mad. I want breakfast. I want some eggs and toast. Theory. Das ist nur eine Vermutung, aber... Hast du bis heute Morgen gewartet, um das zu schreiben? Nein! Ja, nur ein bisschen. Wir können nicht nur ein kleines bisschen auf eine Ja- oder Nein-Frage antworten. Oh ja. Ich wollte nicht sagen, dass es ein schlechtes Gedicht war. Kam nicht heraus, oder wie soll ich es sagen? Es klingt genau wie du. Ja, wirklich? Ja. Vor allem diese letzte Zeile. Ich habe Eier und Toast gemacht. Es hat so viel Spaß gemacht. Monika ist die Beste. Oh ja. Aber das nächste Mal werde ich nicht vergessen. I really want to know why did you just randomly say Monica is the best. Just like, oh yeah, I watched this movie yesterday. It was good, and also Monica is the best. Just what? Ja, Frau Sayori. Miss Sayori. Frau Sayori. Herr Roman. Frau Monika. Herr Roman. Frau Natsuki. Bitte. Frau Sayori. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr wollt, könnt ihr ein Like, ein Abo oder vielleicht sogar einen Kommentar lassen. Bis zum nächsten Mal. Euer Derman.